Hallo Masters-Fans, liebe Masters-Gemeinde, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing hier bei den Origins Giganten. Ja, ich sitze hier an meinem Präsentationstisch mit einer leckeren Tasse Kaffee. Prost! Ah, dieser heiße Kaffee läuft gerade meine Kehle so entlang, ja, herunter in meinen Magen. Ein gewisses Wohlgefühl kommt gerade in meiner Person auf, ja. Ludwig ist auch mit am Start. Und ihr wundert euch gerade, warum hat der Marc jetzt eine Sonnenbrille an? Ja, hier in Düsseldorf scheint die Sonne seit einigen Tagen, ja, der Sommer ist endlich angekommen. Ich saß mit einer Tasse Kaffee auf meinem Figurenbalkon, plötzlich ging die Klingel und was brachte mir der Paketbote? Ja, eine lang ersehnte Figur aus der Origins Toyline und zwar hier der Extender. Ja, diese Figur ist wieder mal eine Vintage-Variante der Origins von einer Figur, die bestimmt viele damals hatten. Ich hatte sie damals auch und die möchte ich mit euch heute zusammen auspacken, denn ich freue mich ganz, 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 ganz groß. Ich weiß aber schon, es gibt nachher einen kleinen Wehmutstropfen. Ja, wer natürlich von euch schon einige Reviews von meinen Kollegen angeschaut haben, die wissen schon, was gleich kommt. Er ist nicht so wieder mal, wie er sein sollte. Es geht wieder um das fehlende Original-Action-Feature aus den 80ern. Aber ich möchte euch jetzt auch nicht, falls ihr es noch nicht wisst, möchte ich euch jetzt auch nicht so viel spoilern. Ich werde jetzt meine normale Brille suchen. Ja. Und in der Zwischenzeit schauen wir uns zusammen mal ja, die Verpackung samt Figur da drauf an. Ja, heute ziehen wir mit Extender unsere Review in die Länge. Ja, weil es eine Mattel Creations Figur ist, ist hier auf der normalen Backcard von den Origins Extender ist noch ein separates Artwork zu sehen von Extender. Und da sieht man auch, man kann ihn wirklich wie damals in die Länge ziehen. Dann steht hier oben New for 24, also ist dieses Jahr erschienen. Dann hat er natürlich den gelben Retro-Play-Stern. Und natürlich hier sein Namen, Extender, Heroic Master of Extension. Was man jetzt schon hier durch den Blister sehen kann, ist, dass seine Arme hier schon ausgefahren sind. Ja, ist natürlich, finde ich jetzt nicht sehr clever, aber okay, wollen wir uns das gleich mal ganz genau auf meinem Präsentationstisch anschauen. Ja, und auf der Rückseite, wir kennen es ja schon, wenn es von Mattel Creations die Figur ist, gibt es ein ganzseitiges Artwork. Ja, sehr schön großformatig und da sieht man hier erstmal oben natürlich das Masters of the Universe Logo, darunter Extender, der ausgefahren ist und sich gegen die wilde Horde vor der Fright Zone verteidigen muss. Ja, und da sind wieder ein paar Easter Eggs mit dabei. Ja, erstmal im Hintergrund die Fright Zone, sie wird, das wissen wir ja eigentlich schon, sie hatte damals zwar nicht beim Fanvote gewonnen, aber es wurde ja schon ein bisschen angeteasert, dass die Fright Zone kommen wird. Nur wann, das ist natürlich hier die Frage. Dann sehen wir noch hier Dragster. Ja, Dragster, da warten ja auch schon viele drauf, dass dieser erscheinen wird. Da gibt es aber auch noch keinen Release-Termin, geschweige denn einen Prototypen, den Mattel mal gezeigt hatte. Und vorne natürlich auch ja, die Figuren, die schon erschienen sind, wie hier Leech, ja, Leech und dann Hordak und hier hinten noch Grizzlor, der damals auch bei Mattel Creations gegeben hat. Ja, mittlerweile kann ich euch sehen, ja, meine Brille war direkt vor meiner Nase auf dem Tisch. Ja, so ist es, wenn man alt wird und eine Brille braucht und ohne Brille bin ich so blind wie ein Maulwurf. Ja, Ludwig ist jetzt auch wieder angetapst. Wie ich euch gesagt habe gerade, wir machen heute eine Review, die sich in die Länge zieht, auch wenn es nur die Figur ist, die sich in die Länge ziehen lassen kann. Für Leute, die schon bei meinen Kollegen tolle Reviews angeschaut haben, ihr wisst, was kommt, dieser kleine Wehmutstropfen. Leider ist das Action-Feature von damals nicht mehr genauso umgesetzt worden, wie man es herkannte. Aber dazu kommen wir aber gleich. Und hier, wie gesagt, hier nochmal Extender.
Herrlich, ja. Schön, dass Mattel ihn auch natürlich veröffentlicht hat. Auch das Artwork spektakulär. Die Fright Zone im Hintergrund, die wird natürlich auch irgendwann kommen. Genauso wie Dragstore. So, wir wollen mal auspacken. Und das Geile ist auch hier dran, wie die meisten Figuren, die bei Mattel Creations immer zum Vorbestellen gibt, kann man diese natürlich nachher auch wieder zurückführen. Man kann erstmal hinten hier, ne, schön die Backcard. Kann man hier rausziehen, dann kommt schon ein Comic entgegen. Auch hier herrlich, sieht er das ohne Blister auch hervorragend. So, das Mini-Comic, was mit dabei ist, ist wieder natürlich in einer kleinen Plastiktüte. Ja, es lebe die Umwelt, sage ich euch jedes Mal, verstehe ich nicht, aber gut, egal. Und dieses herrliche Mini-Comic könnt ihr natürlich nachlesen. Falls ihr die Figur nicht habt, geht einfach auf meine Facebook-Präsenz unter Giganten, das Fan-Magazin. Da werde ich euch das Comic Seite pro Seite online stellen. Auch hier sehr schön, schaut euch das mal an. Es heißt Terror of the Technomancer. Ja. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich muss mal gucken, die Qualität von den Zeichnungen her sind super. Sieht man natürlich die wilde Horde. Hier ist auch schon Modolok ist schon mit drin. Ja, Modolok taucht im Mini-Comic auch auf. Das bedeutet, kleines Easter Egg wieder mal. Er könnte natürlich auch als Origins-Figur erscheinen. Das wird bestimmt so sein. Ja, es sei denn, die Toyline fällt jetzt megamäßig im Absatz ab. Ja, dass Mattel kein Geld mehr mit verdient, dann würden sie die Toyline einstellen. Aber es scheint ja nicht zu so sein, weil die Fans kaufen und kaufen. Ne? Tolles Comic, wie gesagt, schaut euch das natürlich auf meiner Facebook-Präsenz an. Dann hat er natürlich, wollen wir ihn rausholen, er hat natürlich ein Zubehör mit dabei. Klar, was wäre Extender ohne sein Schutzschild, ja, ohne der Schild. Das kann man natürlich wie damals auch aufklappen, gehe ich von aus. Wir wollen mal aufklappen, ne? Ludwig ist ja auch ganz nervös. So. Kann man es hier nicht aufklappen? Moment. Der Vorführeffekt. Auf alle Fälle kann man hier, könnte man aufklappen. Mache ich vielleicht gleich noch, aber jetzt geht es gerade nicht. Warum auch immer. Ich, alter Grobmotoriker, habe gerade Probleme damit. Vielleicht kann man. Naja, egal. Kann man hier so aufklappen, ne? Aber es müsste auch komplett aufzuklappen sein. Oder geht es wirklich nur so? Man kann, glaube ich, nur so machen. Egal. So. Das zum einen. Dann wollen wir ihn natürlich auch befreien. Auch er hat Gummistrapse mit dabei. Die werden wir heute mal so aufreißen, weil ich habe vergessen, mir das Skalpell an die Seite zu legen. Das passiert mir ja ab und zu mal. Aber diese Gummistrapse sind jetzt nicht unbedingt. Er hat nur einen Gummistraps dabei gehabt. Also seine Gliedmaßen wurden nicht fixiert. Er sieht man schon, wenn man auspackt, sieht man schon erstmal, stellen wir ihn hin. Er hat schon die Arme ausgefahren. Aber ausgefahren trifft es ja nicht. Das ist nämlich dieses fehlende Action-Feature. Bei unserem Extender, den man von den 80ern her kannte, also aus unserer Kindheit, ja, da konnte man die Gliedmaßen herausfahren, rausziehen. Jetzt muss man wieder stecken. Ja? Stecken statt ziehen. Die hat nämlich auch hier Steckvorrichtung mit dabei. Da kann man ihn nachher nämlich auch vergrößern. Das nehme ich auch als Zubehör mit dabei, diese Steckvorrichtungen. So. Weg damit, da, weg damit. Wir schauen ihn erst einmal an. Wie ihr seht, der Stand ist ja einwandfrei, kann man ja nicht sagen, steht sofort sicher. Eine schön gnobige Figur, gut in der Handhabung, auf alle Fälle. Dann kann man natürlich auch natürlich seine Hände hoch machen. Man kann natürlich, die Bewegungspunkte sind alle gleich, ne? Drehen kann man den ganzen, ja. Und wir werden gleich mal probieren, wie er aussieht, wenn er rausgefahren ist. Wir schauen uns erstmal so die Figur selber an. Hier Extender vor seinem Helm, ja, vor seinem Visier, ja, auch sehr schön, ne? Theoretisch könnte man ihn natürlich, das kann man, ach, das kann man ziehen, guck mal, den Kopf, wie geil ist das? Das geht, den Kopf kann man ziehen, ja, dann lugt er so hervor. Also sieht ja, das geht, guck mal, wieder zurück. Daran haben sie gedacht, da kann man doch ziehen. Gar nicht übel, aber
Nachteil, wie gesagt, wir können, bevor ich es gleich nur noch, wir müssen den Nachteil nochmal anschauen, schauen wir uns mal kurz die Figur weiter an. Paintjob, super geil, sehe ich schon. Ne? Hier, wie man so kennt, die Rüstung von damals in diesem Silber. Und ja, ist das Ockerfarbe? Gelb, Ockerfarbe, also eine Ockerfarbe, ja. Sehr schön, schön Silber. Eine tolle Figur. Ach, Gürtel. Ach, schaut euch den mal selbst an. Wie geil ist das? Auch hier hinten, ne? Hinten ist ein bisschen platt, die Rüstung, ne? Ein bisschen platt hinten. Da bin ich platt. Finde ich gut. Leider hat da Mattel leider verpennt, das machen wir jetzt. Man kann auch natürlich, weil es ein Stecksystem ist, sind ja die Origins bekannt für, ja, man kann dieses Mixed and Match System machen. Das heißt, man kann die ganzen Gliedmaßen, falls ihr zum ersten Mal eine Review schaut, von den Origins und die Origins vorher vielleicht gar nicht kanntet, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Aber vielleicht gibt es doch Leute, die plötzlich auf He-Man gestoßen sind und googeln jetzt, oh, ich habe irgendwas von He-Man gehört, ich google jetzt mal im Internet und dann stößt er jetzt zum Beispiel auf mein Video. Die Origins sind so konstruiert, man kann sie mit anderen Körperteilen der Toyline kann man sie mischen. Also man kann herrliche neue Figuren machen. Hier kann man, wie gesagt, dieses Stecksystem kann man hier rausmachen und dann kann man den Extender wieder in Normalgröße bringen. Ne? Das heißt, er hat wieder eine normale Armlänge. Ne? Aber wir wollen ihn, aber das machen wir gleich nochmal, wie ich möchte, aber vorher ihn komplett ausfahren. Moment. Er hat zwei. Wir machen den Kopf erstmal hoch. Das ist cool. Er hat noch zwei zusätzliche Verlängerungen dabei. Dann kann man hier zum Beispiel seine Beine verlängern. Ja, man muss nicht extra zum Schönheitschirurgen, weil das machen ja viele Frauen. Ja, sie lassen sich einfach ihre Beine verlängern, damit sie größer wirken. Auch ein befremdlicher Trend, den ich da gerade in diversen Boulevardmagazinen verfolge. Ja, da kann man von 1,60 kann man dann auf 1,70 werden. Ich weiß nicht, wie man sich wirklich im richtigen Leben sich die Beine verlängern kann. Man kann sich auch den Enis, den Penis verlängern lassen, geht auch. Also für Leute, die kleinwüchsig unten rum sind, man kann den sich auch verlängern lassen. So, ich spreche aus Erfahrung. So, ach, ich habe ihn nur noch verkleinert. Ich habe ihn verkleinern lassen müssen. So. Es geht wieder in die Schmuddelecke. Nein, so, jetzt gucken wir uns den mal an. Jetzt schaut euch mal an, wie groß er geworden ist. Ja, ist der nicht toll, riesig geworden? Extender mit seinen beiden Beinverlängerungen. Kann man ihn theoretisch, ich muss mal testen. Und guckt an, man kann ihn doch rausfahren. Guck mal, was für eine Überraschung. Man kann nicht nur den Kopf herausfahren, nein, auch den Rumpf. Ja, das ist geblieben wie damals. Nur die Hände und die Beine, die müssen draufgesteckt werden. Also, was war das für mich jetzt? Eine Überraschung. Jetzt bin ich aber von den Sockenextender. Wie geil ist das? Und guck mal, wie groß der ist. Jetzt muss ich mal gucken, habe ich eine Figur. Ein Vergleichsmodell. Ja, wir haben den He-Man hier. Guck mal, der normale Origins He-Man sieht denn dagegen kleiner aus. Ne? Das ist die normale Origins-Größe, die man so kennt, circa 15 cm. Daneben, wenn Extender rausgefahren ist, seht ihr mal, ist natürlich ja bestimmt ein Drittel größer. Wie geil, hä? Magic, Magic. Also muss sagen, das hat Mattel, also doch, also ich muss Mattel doch in Schutz nehmen. Das haben sie doch gut gemacht. Also da wollen wir gar nicht jetzt böse sein können. Ludwig findet es auch toll, ne? Ludwig, komm hier hin. Komm an meine güldene Seite von mir und Extender. Und klar, hier mit seinem Schild ist es natürlich auch cool. Aber warum kann ich das hier nicht ausklappen komplett? Das müsste man doch nochmal ausklappen können. Ach, ist das ärgerlich, Kinder. Ich muss mal gucken, was habe ich denn hier, wo ich das mal machen kann. Ich habe zu kurze Fingernägel, um das jetzt hier rauszufrimmeln. Wir haben aber einen Schlüssel dabei. Ich als altes Schlüsselkind, ja, habe immer mal einen Schlüssel dabei. Wir wollen mal gucken. Ach, so kann man das machen. Dann kann man natürlich hier, dann kann man hier nochmal ausklappen. Das mache ich mal kurz hier so. Hier die Teile. So. Stimmt, das war damals wirklich so, das stimmt. Ja. So.
Muss ich wieder zurücktun, bevor ich mich nachher, wenn ich rausgehe, vergesse, den Schlüssel mitzunehmen. Und zack, bin ich draußen und ich komme nicht mehr rein. Dann ist der Ludwig ganz alleine hier, neben dem Puppengeist. Und dann lassen sie mich nicht mehr herein. So, Gnade Gott, wenn ihr das sehen solltet und ihr habt das mal geplant, dass er mich nicht reinlasst. So. So. Guckt euch das hier an. Herrlich, oder? Ist das nicht herrliche, eine herrliche Kindheit? Und hier wird abgewehrt. Aber obwohl, wenn es aufgeklappt ist, ist es, ja gut. Ja, ja, kann man machen. Habe ich damals als Kind auch nicht verstanden. Sieht zwar schön aus, aber die Funktion davon, okay. Toll, Extender. Und das Gesicht von ihm, natürlich geil. Ich muss sagen, also der ist so fast wie das Original, was ich so in Erinnerung habe. Extender, schau mir in die Augen, Kleines. Obwohl, Kleines passt es ja nicht mehr jetzt bei der Größe. Eine tolle Figur, ihr könnt mir gerne mal unten reinposten in die Kommentare. Wie gefällt euch die Origins-Variante vom Extender? Ja. Würde mich wirklich mega interessieren, habt ihr euch ihn auch bestellt, habt ihr euch ihn gekauft, ist er bei euch schon eingetroffen, also herrlich. Und hier der Extender in der normalen Größe, ohne dass er verlängert ist. Damit beschließe ich das heutige Unboxing. Wir werden uns sehr wahrscheinlich auch wieder zeitnah sehen, denn ich warte ja noch auf die Wave, ist ja glaube ich die neue Wave der Masterverse-Reihe, die ist mittlerweile auch in manchen Toy-Stores von Smith zu kaufen gibt. Ja, da warte ich noch, die ist noch im Zoll, ja, in Frankfurt. Ich hoffe, das wird jetzt mal langsam freigegeben, damit ich sie endlich hier habe und euch präsentieren kann. Da freue ich mich ja mega auf Leech, auf Cyclone, gut, auf Thunder Punch He-Man und die tolle Hordak-Variante. Ach, das wird ein tolles Unboxing nächste Woche. Bleibt dabei oder sehen wir uns wieder bei einem der nächsten Videos oder wir sehen uns auch mal so. Wie auch immer. Tschüss. Bleibt auf alle Fälle sammelwütig.